Einen wunderschönen guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit oder wie hätten wir früher gesagt, Servus die Madeln, grüß euch die Burm. Ich hoffe es geht euch gut, ihr seid ausgeschlafen, frisch und munter und freut euch schon auf unsere gemeinsame Bewegung, die jetzt kommt. Und ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten Übung, um keine Zeit zu verlieren. Dazu gehen wir in die leichte Grätsche, ja, dann achten wir drauf, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Körperspannung, die ist da. Ja. Wir atmen einmal ein und atmen oder versuchen über die Fußsohlen nach unten auszuatmen, um einmal anzukommen, ja, gescheit positionieren. Und jetzt beginnen wir unseren Körper von rechts nach links in eine Pendelbewegung zu versetzen. Ganz locker zunächst einmal von der einen zur anderen Seite. Wir setzen unser Lächeln auf, natürlich, das brauchen wir heute. Ja. Mittwoch haben wir auch schon wieder eine verkürzte Woche, aber Herrschaften, ein bisschen Gas geben wir heute schon, gell? Genau, es ist ja wichtig. Wir tun ja was für unseren Körper. Ja. Der freut sich drüber, über jede Bewegung. Heißt ja nicht umsonst Bewegungsapparat. Gut, wir werden ein bisschen größer. Können natürlich da die Fußspitzen nach oben ziehen. Die Damen und Herren, die sich nicht so sicher fühlen oder unsicher fühlen, können sie da immer wieder ein bisschen abstützen. Genau, und da kann man schon ein bisschen schwungvoller werden von der Bewegung her. Genau, und jetzt auch noch die Arme dazu nehmen. In der kleinen Bewegungsgröße zunächst einmal. Ja, aber die Damen und Herren, die sagen, ich hätte gern mehr Action, das geht natürlich auch. Das heißt, wir gehen nach unten in die Knie, drücken uns schön ab, schwingen mit und das kann man in unterschiedlichen Tempis machen. Entweder gleich flotter oder mal langsamer von rechts nach links schwenken. Schwenken, sage ich, schwingen. Ja. Ja, schwenken, dann unsere Kamera leid. Das ist gut. Und wir bleiben gleich drinnen. Genau, vielleicht ein bisschen probieren im Rhythmus mitzuarbeiten. Genau, das ist der Rhythmus, wo der Körper heute mit muss. Rechts, links, wir schwingen, wir lassen die Atmung fließen. Okay, und dann schauen wir uns gleich das erste Foto an, währenddessen wir das tun. Und zwar kommt hier Lena und Luca gemeinsam mit dem Opa Franz. Fotografiert hat die Oma Susi. Ist ein Pflichttermin bei der Familie. Ja. Kindern und den Opa macht Spaß. Sehr schön. Und 4, 3, 2 und 1. Okay, kommen wir zur Mitte, schauen, dass wir ungefähr so schulterbreit stehen. Und jetzt 1, 2, 3, 4 heißt die Übung. Das heißt, wir haben 1, Arme kommen nach unten. 2, 3 und wieder 4. Und das lassen wir jetzt richtig fließen. Ja. Körperspannung ist da. Wir achten darauf, dass unsere Beine nie ganz gestreckt sind. Wir stabilisieren über die Muskulatur. Ganz leicht abgewinkelt nur. Stellen wir mal seitlich hin, damit man das sieht. Ja. Und dann habt ihr natürlich hier die Möglichkeit zu variieren. Das heißt, die Widerstände, ja, da seid ihr selbst dafür verantwortlich. Ihr könnt es euch ein bisschen schwerer machen. Ja, richtig schön. Ja, oder zum Beispiel wieder kleine Wasserflasche, eine halbe Wasserflasche und größere, welche immer zu verwenden, ja, wird es noch schwieriger. Ja, sehr schön. Und aber nicht irgendwie so runternudeln, ja, runterleiern, sondern Körperspannung ist da und geht schon. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Genau. Und dabei achten wir, ziehen nicht so praktisch die Schultern nach oben, sondern richtig eins, zwei, drei, genau, richtig da schön nach oben ziehen die Arme. Sehr gut. Und da fließt sie schon, die positive Energie für den heutigen Tag. So soll es sein. Apropos positiv gestimmt, ist auch die Mama Brigitta. Hat man nämlich die Gabriele geschickt, das nächste Foto, das wir sehen. Ja, die Mama immer mit dabei, begeistert und voller Freude. Und es tut ihr gut, ja. Die berührt fast meine Hände, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ist das schön? Das ist positive Energie für den Tag. Okay, eins. Genau. Und ein bisschen langsamer kann man es machen. Natürlich mehr Widerstand. Ja, sehr gut. Oder ein bisschen flotter, aber trotzdem auf die Qualität. Ist zu achten. Lächeln aufsetzen. Und unsere Schultern, die kommen heute noch richtig dran. Sehr schön. Und da gehen noch. 3, 2 und 1. Okay, ganz kurz ausschütteln. Nächste Übung ist unser Superman Air. Dazu stelle ich mich seitlich hin. Das heißt, die, die es kennen, wissen es eh schon. Wir gehen leicht nach unten in die Knie. Ja. Unsere Arme hängen praktisch nach unten. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Körperspannung ist da. Und jetzt zieht ein Arm nach vorne und der andere nach hinten. Das ist die Einsteigerbewegung. Ja. Langsam Einsteiger.
Auch da kann man wieder Gewichte nehmen, natürlich. Ja. Die Fortgeschrittenen versuchen, ein Bein zu heben und das Ganze einbeinig zu machen. Ja. Probiert es einmal, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ihr könnt euch immer wieder da auch ein bisschen abstützen mit den Zehenspitzen, falls es zu sehr wackelt. Ja. Genau. Das ist die nächste Variante. Und dann gibt es natürlich noch die Profi-Variante, wo wir mit dem Knie, mit der Hand nach oben ziehen und uns da lang machen, richtig schön strecken. Das ist die Profi-Variante. Ja. Die sieht so aus. Und jetzt macht bitte jeder seine Variante mit oder ohne Flascherl, wie auch immer. Entweder die Einsteiger ganz normal und auch da wieder drauf achten. Wie gesagt, Körperspannung, die brauchen wir immer. Atmung fließen lassen oder versucht einmal wirklich ein Bein zu heben. Hebt es einmal leicht an, schaut, wie das funktioniert. Dabei tun wir auch gleich etwas für unser Gleichgewicht. Ja, apropos Gleichgewicht, ich muss da gerade austarieren. Sehr schön. Ja, oder wie gesagt, dann die Extremvariante natürlich. Das ist dann die, wenn wir nach oben ziehen. Also Profis. Und da versucht es einmal auch kurz in der Position vielleicht zu bleiben, wieder zurückzukommen. Ja, sehr schön. Da freuen sich unsere Rückenstrecker. Also Profi-Variante, dann wieder wechseln das Bein. Und für alle Damen und Herren, die vielleicht erst seit kurzem mit dabei sind und noch nicht so fit, was ihr aber werdet, macht eine Pause dazwischen. Lasst die Arme runterhängen und dann steigt sie wieder ein in die Übung. Schön nach vorne und versucht euch zu steigern. Ich weiß, das geht. Einmal kurz anheben, ja? Bitte jeder macht für sich weiter. Anheben. Ja, sehr gut. Und dann kann man versuchen, wie geht denn das, wenn ich da aufziehe? Und dann schaue ich mir, ah, geht's oder geht's nicht? Ja? Einfach versuchen. Und wie gesagt, die Eigenverantwortung, die ist ganz, ganz wichtig. So, okay. Wir kommen nach oben, schütteln ganz kurz aus. Wir bleiben bei den Schultern. Also jetzt, wir kommen jetzt zu den Schultern retour. Und zwar, wir stellen uns vor, wir haben da so unsere Stangen in der Hand oder zwei Gewichte, wie immer, und drücken jetzt hier schön nach oben drücken. Ja, Körperspannung ist trotzdem da und wir drücken nach oben. Und auch da können wir wieder den Widerstand natürlich selbst variieren. Ja. Stellt euch vor, ihr habt da richtig ein schweres Drum in der Hand. Jawohl, drückt man nach oben. Sehr schön. Körperspannung ist da. Seht ihr, meine Oberschenkel, alles ist angespannt. Mit der Ausatmung drücken wir nach oben, einatmen und Gewicht nach oben, sehr schön. Apropos Gewicht, auch da gibt es wieder die Möglichkeit, das Ganze zu steigern, nach oben zu drücken. Und geht schon. Sehr schön. Schultern. Und dann machen wir noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, geh mal, komm, da beiß mal. 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt werden wir ein bisschen mobilisieren, ein bisschen was zum Relaxen, ausschütteln. Und zwar, wir bleiben so stehen, wie wir uns wohlfühlen, hüftbreit oder schulterbreit. Und beginnen jetzt einmal hier unsere Handgelenke zu mobilisieren. Sprich, ja, da schaut es richtig schöne Achter zu zeichnen. Langsame Achter, ja, in eine Richtung. Und dann natürlich einmal versuchen, das in die andere Richtung ebenfalls zu machen. Und wir haben noch ein Foto, und zwar zeigt uns das den Elias und den Jeremy. Die beiden haben Spaß. Wo sind die beiden Jungs? Da sind sie schon, ja. Auch heute wieder fleißig mit dabei, habe ich mir sagen lassen. Ja, sehr schön. Ja. So, jetzt werden wir ein bisschen größer. Das heißt, wir nehmen unsere Ellbogen dazu. Ja, Achter machen, Ellbogen dazu nehmen. Genau, probiert es einmal. Achter. Ja, langsam. Und dann kann man das schon ein bisschen fließen lassen, etwas flotter werden. Aber auch da versuchen wir dann wieder, einmal kurz zu stoppen. Ja, stoppen. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ein bisschen was Koordinatives. Sehr schön. Sehr gut, koordinativ. Geht's gleich weiter. Sehr gut. Ja, langsam einmal versuchen. Okay, und jetzt nehmen wir unsere ganzen Arme, richtig schöne, große Achter hier zu schwingen. Und da, da können wir wieder mal stoppen, in die andere Richtung zu gehen. Ja, sehr gut. Und wenn es da knackst, das ist ganz okay. Das ist ganz normal. Okay, wir schütteln aus ganz kurz.
So, jetzt kommen schon unsere Beine dran und zwar, wir beginnen gleich unseren Stand zu bewegen. Ja, Stand gehen, heben ein bisschen an, ja, und fangen jetzt an, dass wir rechts mit der Spitze, links, also rechts mit der Ferse, links mit der Spitze auftippen, im Schwung zu bleiben. Das versucht es einmal. Also rechts Ferse, links Spitze. Genau, und das vielleicht im Takt. Genau. Sehr gut. Da bleiben wir dran. Bei dieser Variante. Und jetzt der nächste Schritt wird sein, wir tippen links zwar mit der Spitze auf, aber rechts ziehen wir nach oben. Zack. Genau. Also links auftippen, zurückkommen, nach oben ziehen, wieder auftippen. Sehr gut. Und jeder so gut ist, jeder so gut er kann, hebt an. Ja? Einsteiger fangen da unten an. Fortgeschrittene gehen weiter nach oben und die Profis natürlich ziehen richtig schön nach oben. Ihr könnt das immer selber variieren. Sehr schön. Ja, sehr gut. So, und nächster Schritt. Wir wechseln praktisch. Das heißt, wir tippen jetzt rechts auf und ziehen links nach oben. Ja, das heißt, links nach oben ziehen, rechts auftippen. Und auch da wieder jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Sehr schön. Sehr gut. Lächeln aufsetzen. Da bleiben wir noch dran. Machen wir noch ein paar Wiederholungen. Denn für die nächste Übung brauchen wir eh den Kniehub mit dabei. Genau. So. Okay. Wir setzen ab. Jetzt versuchen wir, eines unserer Standbeine zu stabilisieren, zu verwurzeln. Und dann machen wir Folgendes. Ich verwurzel das linke, dann hebe ich an. Das heißt, wir haben hier unseren Kniehub. Strecken wieder nach unten und jetzt strecken wir das Bein nach vorne. Ja? Dann wieder Kniehub, Seite. Dann wieder Kniehub, und ich stelle mir jetzt auch seitlich hin. Kniehub und dann Rück. Ja? Das heißt, wir haben Kniehub nach oben, vorne. Da kräftigen wir die vordere Seite. Ja? Kommen nach unten, Kniehub, Seite. Das heißt, wir die Oberschenkel Außenseiten und Gesäß mit dabei. Ja? Und dann Kniehub, Rück. Haben wir auch unteren Rücken, Gesäß und hinteren Oberschenkel. Dann machen wir noch einmal da. Sehr gut. Seitlich. Wieder nach oben ziehen. Und nach hinten. Jetzt wechseln wir das Bein. Anderes Bein verwurzeln und auch da wieder. Nach oben ziehen. Nach vorne. Nach oben ziehen. Seite. Nach oben ziehen. Retour. Ja, sehr gut. Jeder für sich in seiner Geschwindigkeit und Bewegungsgröße. So gut es geht. Wer sich anhaltet, haltet sich an. Alles in Ordnung. Wer Pause braucht, macht das ebenfalls. Und einmal noch nach vorne, nach oben ziehen. Nach vorstrecken. Nach oben. Zur Seite. Nach oben. Und nach hinten. Sehr gut. Wir schütteln aus. Nächste Übung. Gibt es zwei Varianten. Schritt Nummer 1. Wir schauen, dass wir ungefähr so mal schulterbreit stehen. Dann gehen wir praktisch mit unserem Gesäß nach unten, stützen uns da ab. Ja? Nächster Schritt, dann, wenn es geht, natürlich für Damen und Herren, wir greifen nach vorne mit einer Hand, zweite Hand kommt nach, Knie ziehen nach und jetzt drücken wir uns wieder retour. Zuerst die erste Hand, zweite Hand und jetzt schieben wir uns schön nach oben, übers Gesäß wieder. Ja? Die Damen und Herren, die sich nicht getrauen, da jetzt nach vorne zu greifen, ihr geht so nach unten, schaut aber trotzdem, Gewicht eher auf den Fersen und schiebt immer schön nach oben. Ja, das heißt, ihr macht es praktisch fast wie eine klassische Kniebeuge. Ja. Die anderen greifen nach unten, gehen nach vorne, einmal, zweimal, ziehen nach und dann wieder. Rechte Hand, linke Hand und jetzt richtig schön nach oben. Ja. So, wir gehen wieder nach unten, jetzt aber nehmen wir die andere Hand, ja, zack, nach vorne, einmal, zweimal. Und wieder. Links jetzt da, rechts sind wir da. Ja, und jetzt nicht so aufstehen, sondern wirklich schön übers Gesäß nach oben drücken. Ja. Zuerst gehen wir nach unten, stützen uns ab. Dann gehen wir nach vorne. Wieder eine Handfläche, andere Handfläche. Retour kommen, zack, und wieder nach oben. Jeder bitte macht das für sich. Und wie gesagt, die älteren Damen und Herren, die sich nicht so trauen, versucht es mal nach unten zu gehen, einfach so. Stützt euch da ab. Genau, und jetzt schiebt es wieder schön nach oben. Ja, jeder für sich. Ihr könnt euch ein Sessel auch hinten hinstellen, falls ihr unsicher seid. Ja, genau. Richtig, und wieder schön nach oben drücken. Und die anderen gehen mit mir noch einmal nach unten. Ja, nach vorne. Eine Hand, zweite Hand. Wieder retour. Zack. Und nach oben. Und einmal noch mit der linken Handfläche gehen wir nach vorne. Einmal,
zweimal, kommen retour, einmal, zweimal und richten uns wieder nach oben auf. Sehr gut. Das war schon der anstrengende Teil. Jetzt gehen wir hinein in die Cooldown-Phase, wo wir gemeinsam etwas dehnen. Schüttelt es einmal aus, atmet einmal durch. Und jetzt machen wir eine ganz leichte Geschichte, und zwar, wir bewegen unseren Kopf einmal zur linken Schulter. Und jetzt lasst einmal wirklich die Energie fließen, atmen, gebt dem Muskel die Länge. Einfach nur atmen. Wir kommen zur Mitte. Jetzt machen wir das in die andere Richtung. Und da wird man da merken, eine Seite geht besser, die andere nicht so gut. Alles Übungen, die man im Homeschooling, im Büro überall ausüben kann, zu jeder Zeit. Wir kommen zur Mitte. So, jetzt neigen wir den Kopf zur linken Schulter, ziehen aber mit der rechten nach unten. Und jetzt merkt man da, gell? Ja, da zieht's. Also, da wirklich jetzt atmen und dem Muskel die Länge geben. Sehr gut. Wieder zur Mitte kommen. Und jetzt neigen wir den Kopf zur rechten Seite. Auch da wieder darauf achten, nicht die Schulter zieht nach oben, sondern der Kopf geht zur rechten Schulter. Linke Schulter zieht nach unten. Atmung fließen lassen. Genau, lass die Atmung fließen. Wir kommen zur Mitte. Wir atmen einmal ein. Kommen nach vorne mit unseren Ellbogen. Und atmen alles aus. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen, da brauchen wir einen Sessel. Ihr wisst, Donnerstag Sesseltag. Und wie immer, trinken, trinken, trinken. Denn die Zelle, die muss schwimmen. Schönen Tag. Pfiat euch.